Zünde ein Räucherstäbchen, falte deine Hände zum Mudra Anjali und verneige dich. Dann höre zu oder rezitier. Lehrer, großer Überwinder, zur Wirklichkeit gegangener, Feindzerstörer, gänzlich und vollkommen Erleuchteter, versehen mit Wissen und Ethik, zur Glückseligkeit gegangener, Kenner der Welt, Führer der zu zähmenden Wesen, Unübertroffener, Lehrer der Götter und Menschen, Erleuchteter, großer Überwinder, glorreicher Sieger, Mächtiger aus dem Chakra-Geschlecht. Ich verneige mich vor dir in Verehrung und nehme meine Zuflucht zu dir. Oberhaupt der Menschen, gleich nach deiner Geburt hast du 7 Schritte auf dieser Erde gemacht und gesagt, ich bin der Höchste auf dieser Welt. Ich verneige mich vor dir, der schon zu jener Zeit ein Meister war. Mit reinem Körper von wunderschöner Gestalt, deine Weisheit wie ein Ozean, bist du wie ein goldener Berg. Dein Ruhm durchstrahlt die 3 Welten. Beschützer, der du den höchsten Zustand erlangt hast, vor dir verneige ich mich. Mit den höchsten Merkmalen versehen, dein Gesicht wie der volle Mond, deine Körperfarbe wie Gold, vor dir verneige ich mich. In den 3 Welten gibt es nichts, was so unbefleckt ist wie du. Unvergleichlicher Wissender, vor dir verneige ich mich. Beschützer, versehen mit großem Mitgefühl, allwissender Lehrer, ozeangleiches Feld für Verdienste und Tugenden, vor dir zur Wirklichkeit gegangener, verneige ich mich. Aufgrund deiner Reinheit, frei von Begierde, deine Tugend befreit von den niederen Bereichen, du allein bist das Absolute, Dharma, der du Frieden bist, vor dir verneige ich mich. Selbst befreit, lehrt ihr den Pfad zur Befreiung. Ihr verweilt einwandfrei in den Schulungen, heiliges Feld mit Tugenden versehen, vor dem Sangha verneige ich mich.